Sehr geehrter Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, bevor ich einige Bemerkungen mache zu den Bereichen Ministerpräsidentin, Staatskanzlei, Europa und Medien, möchte ich doch gerne noch ein paar Worte an den Kollegen Opendrenk richten. Denn der Kollege Opendrenk hat ja in seiner Rede drei Punkte genannt, die er kritisiert hat. Meine Vorrednerin, Frau Waden, hat ja schon einiges zu den Tatkrafttagen gesagt. Ich möchte gerne was zu der Abteilung Steigerung Gehalt im Kabinett was sagen. Und Herr Opendrenk, wissen Sie was, ich mache es relativ kurz, aber ich sage Ihnen mal eins. Diese Ministerpräsidentin, und das gilt auch für die stellvertretende Ministerpräsidentin und jedes Regierungsmitglied hier, die sind jeden Euro wert. Jeden. Und weil das so gut ankommt, Herr Kollege, würde ich sogar noch einen Schritt weiter gehen und würde sagen, diese Landesregierung ist unbezahlbar. Herr Kollege, würden Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Dr. Opendrenk zulassen? Nein, vielen Dank. Nein. Nein. Und es würde mich freuen, Herr Kollege Opendrenk, wenn Sie Ihr Echauffierungspotenzial vielleicht an einer anderen Stelle mal einsetzen, wenn wir nämlich über die Gehälter von Sparkassenchefs zum Beispiel reden. Wenn Sie mit Ihrem kommunalen Mandatsträger doch da mal hingucken würden. Weil, ich meine, die Gehälter einiger der großen Sparkassenchefs, ich denke mal hier an Köln und Düsseldorf, die gehen ja mittlerweile Richtung stramm 1 Million pro Jahr. Und damit verdienen diese Sparkassenchefs ja jetzt weitaus mehr als jeder Oberbürgermeister hier im Land, weitaus mehr als die Ministerpräsidentin und auch weitaus mehr als die Bundeskanzlerin. Da muss man sich mal schon fragen, auch bei den Versorgungsansprüchen, die dann dahinter stehen, ob das nach alles im richtigen Rahmen ist. Herr Kollege, würden Sie nun eine Zwischenfrage von Herrn Dr. Opendrenk zulassen? Bitte. Bitte schön. Herr Kollege, herzlichen Dank, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Wären Sie bereit, zur Kenntnis zu nehmen, dass ich im Kern kritisiert habe, dass es um Heimlichtuerei ging und nicht, dass ich um die Höhe mit Ihnen diskutieren wollte? Das nehme ich gerne zur Kenntnis, bleibe aber bei meiner Aussage, diese Landesregierung ist unbezahlbar, Herr Opendrenk. Ich würde gerne noch mal was zum Einzelplan 02, zum Etat der Ministerpräsidentin sagen. Der Einzelplan 02 ist im Ganzen auf gleichem Niveau fortgeschrieben worden wie in den vergangenen Jahren auch. Er ist wie letztes Jahr auch, liebe Kolleginnen und Kollegen, ein Beispiel solider Haushaltspolitik. Die Ministerpräsidentin und die Staatskanzlei sind sparsam unterwegs und der Einzelplan spiegelt hier den verantwortungsvollen Umgang mit den finanziellen Ressourcen wider und fügt sich so nahtlos ein in eine Linie, die den gesamten Haushalt kennzeichnet. Im Einzelplan der Ministerpräsidentin wird erkennbar, dass die Landesregierung insbesondere auch den 70. Landesgeburtstag in den Blick genommen hat. Wir alle haben ja nächstes Jahr deswegen kräftig was zu feiern. Und es ist ja nicht nur 70 Jahre das Land Nordrhein-Westfalen, was feiert, sondern das darf ich, glaube ich, als lokaler Abgeordneter auch sagen, auch 70 Jahre Landeshauptstadt Düsseldorf, die feiert. Und ich freue mich schon jetzt sehr auf das dreitägige Bürgerfest, was da angedacht ist im August. Ich glaube, dass da Land und Stadt Hand in Hand gehen. Das wird bestimmt wunderbar. Ich möchte kurz was sagen, weil da gibt es nämlich nichts zu feiern, gerade in Europa. Europa muss derzeit, oder die Europäische Union, um genauer zu sein, 5 Krisen bewältigen. Die Ukraine-Krise, die Terrorkrise, die Situation der Flüchtlinge, die Situation in Griechenland und den Brexit, die Abstimmung in Großbritannien zum Ausstieg aus der Europäischen Union. Und aller Voraussicht nach wird das nächste Jahr in Europa genauso schwierig sein wie dieses Jahr, wenn nicht sogar noch etwas schwieriger, wenn ich an diese Brexit-Debatte denke. Und deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist Europa derzeit eigentlich in einer Ausnahmesituation. Und Nordrhein-Westfalen, eine Region, die in Europa viel von der europäischen Integration profitiert hat, muss und wird sich 2016 in die europäischen Diskussions- und Entscheidungsprozesse positiv einbringen. Wir werden Anstöße zur Lösung der Probleme geben und Entwicklung konstruktiv auf allen Ebenen begleiten, sei es durch unsere Landesvertretung in Brüssel, sei es durch die Landesvertretung in Berlin, sei es durch das
Ministerium selber, die Staatskanzlei, sei es hier das im Ausschuss der Regionen, wo der Kollege Tönz und ich vertreten sind, oder sei es im Bundesrat oder sei es in den unzähligen Gesprächen, die wir führen. Ein Ziel steht immer dabei im Zentrum, nämlich die Schaffung einer immer enger werdenden politischen Union. Und wir werden eine andere wichtige Aufgabe auch mit aller Kraft vorantreiben, nämlich wir werden weiterhin auch das Thema Europa ins Land hineintragen. Wir haben dazu gute Instrumente, zum Beispiel das Leitprogramm Europaaktive Kommunen, wo wir jetzt mittlerweile zum dritten Mal die Auszeichnung Europaaktive Kommune vergeben haben, oder das Netzwerktreffen der europapolitischen Akteure, die Europaschulen, die Europawoche oder wie auch viele andere Gespräche und auch regelmäßige Gespräche mit den kommunalen Europabeauftragten oder den kommunalen Spitzenverbänden. Alles im Allen wird das im Einzelplan 02 überrollt, fortgeschrieben. Und ich glaube, das ist eine wichtige Sache, dass wir in den heutigen Zeiten nochmal den Dialog gerade mit den Menschen vor Ort suchen und die Instrumente hierfür bereitstellen. Meine Damen und Herren, auch im Bereich der Medienpolitik setzen wir im nächsten Jahr haushaltspolitisch die Schwerpunkte auf Medienbildung und Teilhabe. So fördern wir Freifunkprojekte mit rund 100.000 Euro für entsprechende Pilotprojekte, damit wir zukunftsfähige technische IT-Infrastruktur mit gewährleisten. Digitale Bildung ist ein Megathema. Potenziale von Serious Games müssen stärker erschlossen werden. Wir wollen Formate wie das Netzpolitik-Camp weiterführen, damit Austausch und Wissensvernetzung vorankommen. Und wir sichern mit der Erhöhung des Zuschusses für das Grimme-Institut die bundesweit maßgebliche Einrichtung für Medienqualitätsbewertung und Medienbildung. Auch hier stellt die Digitalisierung neue Herausforderungen an die Arbeit dieses ältesten Medieninstitutes unserer Republik. Und auch hier stellt sich Nordrhein-Westfalen seiner medienpolitischen Verantwortung. Dass von den erhöhten Einnahmen beim Rundfunkbeitrag auch unsere erfolgreiche Film- und Medienstiftung künftig weiter profitiert, unterstreicht die weitreichende Bedeutung dieses von uns auch im nächsten Jahr mit rund 10 Millionen Euro geförderten größten Filmförderinstituts. NRW bleibt so auch 2016 mit rund 320.000 Arbeitsplätzen im Medien- und Kreativbereich einer der stärksten Medienstandorte in Europa. Abschließend ist es im Einzelplan wie in dem gesamten Haushalt gelungen, den Dreiklang aus Konsolidierung, besserer Ausstattung und die Investition in unsere Zukunftsfelder abzusichern. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.